What's up, Doggy Dog? How you feel, man? Ich küss dein Herz. Laura. Love Lock in Mexico, the visual is love. Der Zinka, le cuesta 150. Stalker Vibes. Wenn du ein Mann bist. Servus. Das nehme ich als Nachtisch, glaube ich. Okay. Ah, I love it. Show me. Always. Shit, Freunde, heute mal mit Kamera unterwegs. Schreibt mal jetzt sofort rein, ob das vielleicht sogar bessere Qualität ist. Ich versuche so oft wie möglich auch die Kamera mitzunehmen, aber es ist halt nicht so bequem. Ich fahre gerade mit dem Taxi in die Stadt, treffe mich mit der Laura. Die habt ihr gestern im Vlog auch schon gesehen. Ist auch aus Mannheim und auch zufällig gerade hier. Ich treffe mich jetzt mit ihr. Ich muss mir noch eine Badehose holen. Ich muss mir noch eine Badehose holen gehen und Flipflops und dann gehen wir an den Strand ein bisschen, glaube ich. Ich zeige euch gleich auch noch meine Unterkunft. Yes. Geht wieder weiter, Freunde. Videoblocky-Vibes, man. Ich warte auf dich, Mann. Wie immer noch. Ja, du kommst doch in die Stadt, oder nicht? Laura! What's up, Doggy Dog? How you feel, man? Ich küss dein Herz. Laura! What's going on here, man? Laura is in the building, oder was? Servus! Was geht ab? Alles klar? Okay. Alles gut. Taxi wartet schon. How you feel, man? 5 Minuten? Nein. Dann muss ich wirklich. Okay, dann gehen wir jetzt. Der wartet, das kostet. Oh shit, man. Booty it in, motherfucker. Was ist das für eine Hose, yo? Der kommt auf jeden Fall sehr schön raus in der Hose. Das glänzt so. Jetzt nicht auf. Geil. Du weißt ja. Kannst du vorlaufen? Halt die Klappe. Kannst du vorlaufen? Such, okay, tschüss. So, Laura, ich habe noch kein Intro gemacht. Kannst du mich kurz filmen? Ja, kann ich. Ich küsse deine Hände. What you want me to do? Einfach nur auf mich halten. Nimm schon auf alles. Oh, okay, alles klar, nimm schon auf. Ich laufe dir auch hinterher, wenn du willst. Kannst auch laufen. So, Love Lock in Mexico, the visual is love. Come on, ist das Intro. 3, 2, ah, warte mal, die Kamera ist ein bisschen dreckig. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin immer wieder vor euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Motherfucking YouTube-Channel. Und wir sind gerade hier in Mexiko, Tulum. Laura, behind the scenes, what's going on here, man? Yo, yo, yo. The false of the realness, the vision, this love. Wie geht's, alles gut? Alles immer gut. Immer gut, ne? Tulum, geil, Dicker, einfach in Tulum, einfach in Mexiko. Ich feiere das voll gerade. Ja, und ich mache jetzt wieder einen Videoblog. Wir machen Videoblogs. Ich habe gestern einen rausgehauen. Und ich nehme euch einfach mit. Wir müssen jetzt noch Badehose kaufen gehen. Ich habe Badehose und Flipflops vergessen. Sehr geil auf jeden Fall. Badehose kaufen, was machen wir dann? Strand. Strand? Strand? Nee. Erstmal einen Scooter. Scooter abchecken und ich wollte denen noch das Hotel zeigen. Wir können kurz das Hotel zeigen und dann können wir zum Beach gehen eigentlich so. Sollen wir mal die Frauen jetzt... Essen noch. Was essen? Ja, essen auch. Auf jeden Fall. Sollen wir mal die Girls hier in Mexiko fragen, ob die auf Muskeln stehen? Ja, safe stehen die auf Muskeln. Meinst du? Gerne, ist ja mein Format, weißt du doch, oder? Ja, klar. Soll ich mal eine fragen hier? Ich würde das... Ja, mach mal. Einfach random so? Mach mal. Aber wir brauchen schon so am besten einheimisch, oder? Am Strand? Ja. Ist besser, gell? Ja. Vibe mehr, oder? Ja. Okay, cut it out, man. Hola. Sorry, can I buy like SIM card here? SIM card with internet? Where can I get one here? In Scotland. What's the name? Can you give me the name? There's another Telcel here next. So the Scotia Bank. Ah, okay. And there can I buy? Okay. Thank you very much. Okay.
Okay, Telcel. Das ist die Geschirrbadehose. Hello. I have a question. Can I buy like a SIM card here? Card? For my handy for internet? Sí, tengo SIM card. Yeah? El SIM card le cuesta 150. 5,000. Okay. It's like 500, right? Wie viel ist das? In Euro? Geteilt durch 20. Okay, okay, it's nice. Thank you. Dachte ich mir schon, dass ich mir hier so ein Ding kaufen muss. Hast du gedacht? Ja, meine Mutter hat gesagt, nee, du hast bestimmt internationales Roaming und so und ich bin so voll gechillt, weißt du, ich meine so. Auch international sind nicht alle Länder included. Nee, ja, ja. Es war mir schon fast klar, dass wenn du so aus Europa raus, musst du eigentlich immer eine SIM-Karte kaufen. Safe. Habt ihr gehört, Freunde, aus Europa raus immer eine SIM-Karte kaufen. Yes, yeah. Man. Yeah, they're the best. Yeah, man. I don't know if the best, but it's okay, it's like cheap. Yeah, $34 US dollars. For yes. Maximum, 20, yeah. I oder? $30 like 500 gigabytes. Yes. 500 MB. You can get 5 gigabytes. You can get unlimited for $36. Really? Yeah. Can I get unlimited? Llamadas y mensajes en México, Estados Unidos y Canadá. 30 days for unlimited, the one I had. I got it up the street. Oh, really? Yep. Oh, okay, okay. Yep. Pin? It's all good. Peace out, bro. We use love. Der hat einfach irgendwas gesagt, ja? Schon weird, der kam. Der kam auch voll nah ran, Digga. Also, guck mal, ob dein Geld noch in deiner guck mal, dein Geld hängt auf dir raus und sowas. Der war schon weird. Entweder war er froh oder. I don't know. Jetzt mach mir keine Paranoia. Er kann auf dich, wenn dann auf dich. Kannst du dich mal kurz umdrehen? Also wenn ich sowas sehen würde hier, wenn ich vorbeilaufe. Hallo? Show me. So an dir so. Nicht an mir. Ich küsse dein Herz. Tschüss. Ist geil, ich glaube, der hat Drogen. Stalker-Vibes? Nein. Doch? Nein. Doch. Ich bin nicht nackig. Ich warte, bis ich auch Zeit vorhabe. Kannst du die Leute ein bisschen unterhalten? So. Ach, wieso denn? Ich könnte doch auch eigentlich einfach die Tür aufmachen. Nein. Nein. Okay, dann nicht. Zeig mal. Ich bin mal gespannt. Leon. Oh, wow. Zu klein, gell? Das geht gar nicht. Nö, aber es geht doch eigentlich. Sieht doch ganz süß aus. Echt? Zieh die mal richtig hoch. Und so weiter ich die hochziehe. Wie fühlt sie sich an? Schon ein bisschen klein. Wie so eine Hotpants nee, halt. Nee, doch ich brauch, süß. Ich brauch was Grissels. Zieh mal was Grissels? Nee. Sie. Grande? Sí, sí, muy grande. Oh, same, ja? Du bist zu groß für den Laden. Ja, ja. Okay. Ey, aber es geht doch eigentlich. Sieht gar nicht so schlimm aus. Wenn du ein Mann bist, dann ziehst du dich jetzt direkt hier aus und probierst die Badehose an. Lass mich nicht zweimal sagen. Let's go. Okay. Was kommt da schon? Oh, that's so cute, gay. So. Ja, safe gay halt, aber egal. Nee, nicht egal. Ist doch okay, wir wissen doch, dass du nicht gay bist. Leon steht auf große Ärsche von Frauen. Ist gut. Also. Ist das ein Spiegel? Er hat auf jeden Fall gay Vibes, aber ist cute. Nee, gay Vibes gut. Ja, aber was sollen diese Rüschchen da oben? Ist schon ein bisschen komisch. Hä? Ja, gay. Die Farbe ist nice. Was, wenn du das einmal umkrempelst oben? Ja, mach mal zu und dann krempel. Das ist aber echt komisch. Warum machen die da so einen Ruf? Ist egal, Mann. Wir sind jetzt in Mexiko. Wir nehmen das Ganze. Wir nehmen das alles mit. Frag nicht so viel. Nee, dreh das mal. Kannst du das nicht einmal? Nee, oder so rein? Okay. Ich weiß nicht, ja. We tried. Das kann ich mir nicht geben. Das guck mal, das sieht süß voll komisch halt. Aus. Nein. Ja, okay. Ich fühle mich gerade unwohl. Ey, Leon, du bist hier schon nicht zu Hause, gell? Was soll das? Take your sock off if you want. Yeah. Jesus latschen it in. Okay. The shoes are giving the Mexican vibes. Okay, let's go. Okay, this is a challenge here, yeah? Okay, a challenge. I like challenge. You like challenge? So what do you say? They
1,650 pesos. For you, taken for 1,300 pesos. What do you say? 1,300 is 45 euros. Yes. 55 euros. So I tell you, wait. I tell you, I give you. Come on, don't be, don't be so Mexicano with me. I got I got some Mexican blood in me, man. I grow up with Dominicans, you know. Shout outs gehen raus an Jose Mora. Jose Javier, wie ist you? Jose Javier. So, I give you like 1,000. 1,000 straight. 1,000 straight. And okay. So, no, 1,000 pesos. 1,000 pesos. I was already happy. 1,000 pesos, and I give you a shout out on Instagram too, right? All right, we'll do it for 1,000 pesos. Come on. So I'm here with the Mexican Daniel. Guy. What's your name? Daniel. Daniel. And we do a like video and we hustle. Wir haben hier die Schuhe gerade gehustelt, Freunde. Und der Bruder hat mir die von 1,650 runtergesetzt auf 1,000. Deswegen gibt's einen Shoutout hier. Mexico, Tulum. What's the street name? This is Tulum Avenue. Tulum Avenue, and what's the shop name? My shop's name is Daniel's Mayan Walmart. Daniel's Mayan Walmart. Yes. Okay, check it out. Do you got like an Instagram account or something? No, I don't. No? You must make one. It's in front of Cervecería Chapultepec, right okay. in front. Okay. Right in front. You know what it is. Yes. So I'm here with the. Naja, die sehen hier alle immer so. Komisch aus. Alles mit Muster, gell? Ist immer dieser komische Vibe irgendwie. Zitronen. Bananas. Hier. Was? Melonen? Mit Zitronen. Gar nichts, Mann. Nee. Laura in Love, oder was? Ja, yes, safe. Oh. Süß. Oh Mann, guck mal in die Kamera. Servus. Doggy dog. Gay. Alright, ich hoffe, hier kriege ich jetzt endlich eine Badehose, Freunde. Ich bin schon jetzt seit einer Stunde am struggeln. Okay, let's go. Search it in, man. Ja, also bis jetzt ist das Beste, was du so. Einfach so schwarz halt, ne? Ich gehe mal hier ein bisschen in die Sonne. Ja, this is it. Ja? Auf jeden Fall. Ist cool? Auf jeden Fall. Okay. Take it. How much is it? Chef? Achtung. 500. What? 500 pesos. No. Why? Oh, yo. This is too much. 400. He's fucking with you. He's fucking with you. Yeah? He's fucking with you. You're making money, huh? Er guckt mich nicht mal mehr an. Kurz was essen zwischendurch. Tschüss. What's up, hä? Huh? Ja, voll. Komm. Rein. Nee, nee, alles gut. Darf ich da sitzen? Ja, Dankeschön. Nice. Mal gucken, was hier Geiles gibt, Veganes. Das sieht richtig geil aus. Darf ich? Ja. Taste it in, man. No, gracias. Oh mein Gott. Oh mein Gott, geil. Geil. Oh mein Gott, eklig. Geil. Was hab ich bestellt? Keine Ahnung. Vergessen. Ich floss halt. Das ist nice, ne? Oh ja, es ist Banana and Rice Milk, aber was ist Grüne? Matcha. Das ist vibevoll. Das nehme ich als Nachtisch, glaube ich. Ist like Smoothie-Werbung. Hab ich schon, danke. Tschüss. Oh, nice. Nice. Thank you. What is this? Zucchini mit Avocado. Ah, okay. Hey, can I get this one too? Okay. It's very nice. Thank you. Natürlich kriegt das erste Stück die Laura. Oh mein Gott, was ist das? Das schmeckt echt geil. Mm. Ohne Scheiß? Lass noch eine bestellen. Flavor, hä? Ey, was ich noch sagen wollte, ganz kurz. Wir müssen einmal Shoutouts raushauen an eine Engländerin aus meinem Hotel. Die hat nämlich dafür gesorgt, dass wir den ersten Videoblog hochladen konnten, weil sie mir den Adapter gegeben hat für den Charger, weißt du? Die ist gerade zufällig da vorbeigelaufen und ich habe gesagt, hey, do you guys Charger oder Adapter? Adapter? Ja, genau. Und dann hat sie mir ihren gegeben. So. Der liegt jetzt bei mir im Zimmer und später holt sie den ab. Und die sieht auch schön aus. Okay. Wer weiß, wie ich meine. Okay, können wir jetzt weitermachen? Ja, nee, du musst es jetzt probieren.
Ich weiß, es sieht nur eklig aus, aber guck mal, ich habe das auch schon vorbereitet für dich. Oh shit. Jetzt hör doch mal auf. Guck mal, das ist Avocado. Okay? Jetzt hör mal auf. Das ist Avocado. Das Flüssige. Okay? Und das andere, eklige lange, ist Zucchini. Okay? Okay. Okay, I take it. Kennst du Susi und Strolch mäßig? Mm. Was? Eklig? Was ist denn das für eine Konsistenz? Sollen es Nudeln sein, oder was? Das ist Zucchini. Nee. Nee. Also nicht, kein Recommendation hier von mir, von meiner Seite. Where are you from? I'm from Colombia. Colombia, and you? Spain. What's your name? Isabella. Isabella, eh? Sandra. Sandra. My name is Leon, hi. Nice to meet you. I'm a YouTuber from Germany, yeah? And I ask girls in Germany how they like muscles on men. So I would ask you, how do you like muscles on men? Ah, I love it. Yeah? Yeah, I love it. Is it but no more. Not too much, yeah? Not too much. Okay. Yeah. Okay. So is it like healthy, body healthy? Mm-hmm. Yeah, that's it for me. A little bit stronger, but not too much like this. They cannot move arms. So is it like a must-have for a man, or is it like on top? You know? Is it like your boyfriend must have muscles? I don't have boyfriend. I am celibate for all every life. So an ex-boyfriend had muscles or not? Not really. Not really? Not too much, just a little bit. Mm-hmm. He was healthy. So what is too much? Is it too much here? No, that is normal. This is very good. Yeah. Okay. Yeah. Thank you very much. This is very good. But more is like too much. Yeah, more is too much. Okay. Do you have Instagram? Yeah, I have. You want to say your name? They can follow you. It's difficult. Dancerus. You can spell it? With no G, with C. Dancerus. You dance? Dancerus. You dance? Yeah, right? I dance. Dance, show me. Always. I like that very much, man. Just get on my vibe here. So thank you very much. How long do you stay here? 2 months, 3 months, I don't know. 2 months, 3 months? All right, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Nice to meet you. Bye. Have a nice day, bye. Yeah? Bye-bye. Sorry? Can I maybe have... You're Instagram? Yeah. Yeah, and you? I don't know. I book like thinking about I book like maybe forever. I book like for 2 weeks, but I'm like a YouTuber. I can work from everywhere, you know? So I think about to stay here for like 2 months or something. Yeah. I don't know. Perfect. It's better here. It's sun is shining, you know. In Germany, it's like snowing right now. Snow everywhere. What city in German? I'm from Mannheim, near Frankfurt. You know Frankfurt? Yeah, Frankfurt. Yeah, but I lived in Berlin before. Berlin, you know Berlin? Sure. Yeah. All right. Nice to meet you. Give me a hug. Bye bye. Nice to meet you. Bye. Bye bye, guys. Okay, cut. Hey, ich bleib hier. Safe. Das war es auch jetzt mit dem Video gewesen an der Stelle, meine lieben Freunde. Ich glaube, ich nehme heute nichts mehr auf. Das war jetzt ein bisschen zu viel für mich. Ich gehe jetzt ins Hotel schlafen. Tschüss.